So, willkommen zurück. Ja. Ich werde nur gerade mal Maxim heilen. Zumindest teilweise. Falls wir auf Gegner treffen, weil wir gehen jetzt nur Treppenstufen hoch. Und haben hier ja auch... Ja gut, das war Blödsinn zu heilen. Ja. Wir speichern hier nochmal. Und dann geht's auch schon hier lang, hier hoch, hier runter, hier rüber und es geht drunter und drüber. Ha. Nein, dich machen wir Platz. Ich hoffe, ich habe nicht das Richtige. So, lala. Schlüssel benutzt, Treppe hoch. Und wir kommen wieder zu einem genialen Kampf. Mal schauen, ob DK schon stark genug ist. Gades. Ihr schon wieder. Ihr wollt wohl nicht aufgeben, oder? Nimm dich in Acht. Was soll dieser zwecklose Widerstand? Ihr braucht nur von mir niederzuknien und ich lasse euch leben. Sonst hast du keine Probleme, oder? Niederknien, du Träumer! Komm daher, du abartige Fratze des Bösen! Jetzt reicht es, bereitet euch auf euer Ende vor. Ja, hoffen wir mal. Verwüstung, herrlich. Das wird ein böser Kampf, ein sehr böser Kampf. Ah, das Gute ist, ich glaube, ich habe noch Statuen über. An die habe ich schon fast gar nicht mehr gedacht. Da sieht man mal, oh, Kraftzug, ich hätte Kraftzug machen müssen. Ja. Du könntest Panzer machen. Irgendwie habe ich mich jetzt entschlossen, mal so zu kämpfen. Das ist für mich eigentlich richtig untypisch. Normal bin ich nicht so der Mensch, der irgendwie auf Panzerverteidigung oder so geht oder Angriff senken. Das ist eigentlich nicht meine Art des Kämpfens. Eigentlich ist meine Art des Kämpfens sogar ziemlich blöd. So die Art von wegen immer drauf. Ohne Axt, dreimal stärker, Schädelhieb, Kopfnuss, doppelte Kraft. Wirksam gegen starke Gegner. Nehmen wir einfach mal Donner. Vielleicht hätte ich mich heilen sollen oder so. Aber nee. Okay. Sorge war unbegründet. Na gut, greifen wir einfach mal an. Die haben noch einmal. Und wenn Max die Stärkepunkte hat, dann wird ihm seine Angriffskraft auch noch entzogen. Das wird ein langer Kampf. Oh, Kraftzug. Du nimmst dann Statue für uns drei. Und du greifst an. Ich hatte tatsächlich noch eine Statue, ist glaub nicht. Ich glaub's nicht. So. So, und jetzt einfach alle drauf. Autsch. Ach, das macht denn doch auch fast nichts mehr. Mm-hmm.
der Kampf ist irgendwie bei weitem unspektakulärer als der erste. Au. Entschuldigung. Oh oh. Moment. Ach so, okay. Oh. Kapsi, mein AV ist weg. Das war's. War ja sehr spektakulär. Dementsprechend kommt jetzt noch die Lava-Story dahinter. 100.000 Erfahrungen, 200.000 Goldmünzen. Maxim wurde nicht aufgestuft. Gui wurde aufgestuft. Deka wurde aufgestuft. Der weicht zurück. Er rennt vor. Wie kann das sein? Sterbliche können nicht über so viel Kraft verfügen. Und da bricht der Boden weg. Ah, Falle. Der Korridor. Oh nein! Immer hinterher. Wenn die Insel nun versinkt, werde ich jeden in Pandoria mitnehmen. Ha 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 ha. Und weg ist er. Maxim, diese Stimme kann das. Tia, Selan, warum seid ihr hierher gekommen? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Selan, warum hast du sie nicht aufgehalten? Ich habe mir auch Sorgen gemacht. Wir müssen hier raus. Was ist mit dir? Gades hat den Knopf gedrückt. Irgendwas hat es mit dem Versinken der Insel zu tun. Ich muss herausfinden, was es ist. Ich komme mit. Hahaha, wie denn? Das wird nicht gehen. Rettet euch, solange noch Zeit ist. Nein, ich kann dich hier nicht zurücklassen. Tja. Tia, geh jetzt endlich. Nein. Tia. Wir gehen, Tia. Soll Maxim wirklich für Pandoria sterben? Im Moment können wir nichts ausrichten, er wird es schon schaffen. Aber... Maxim wird es schaffen. Hoffentlich. Ich werde in Pandoria auf ihn warten. In Pandoria? Ja, Maxim wird es schon richten. Selan. Lass uns gehen. Ja. Ja. Also raus hier. Maxim, ich warte auf dich. Gott. Die nervt. So. Ja, genau. Jetzt geht's darum. Diese Kämpfe tue ich mir jetzt nicht an. Die Roten ganz schnell erliegen, wenn Bomben um die Ohren fliegen. Ugh. Ja, genau. Sorry, Leute, aber da mache ich einen Fluchti. Das tue ich mir nicht an. So. Die blauen waren... Moment. Die blauen waren, glaube ich... Aha. Das war hier. Ja, den können wir jetzt bestimmt anziehen. Ganz bestimmt. So. Diese ganzen Todeskutten da, oder wie die 3 macht 9. So, zack, du bist auch... Thank you.
Turm, wo alles runterhängt. Achso, hier muss ich zum Schluss hinten. Schön, da bin ich jetzt den ganzen schönen Weg hier runtergelaufen. Obwohl es noch gar nicht nötig war. Merken. Und die Treppe. Ja, einmal rum. Hier waren wir schon. Hier müssen wir hin. Bomben um die Ohren fliegen. Bomben um die Ohren fliegen. Ja. Was haben wir hier? Achso. So, hier speichern wir. Ein sehr seltsames Bild. Level 36 und alleine. So. Und jetzt hier runter, das war irgendwie... Irgendwie so. Zack. Und jetzt hier runter. Genau, und jetzt hier drauf. Und jetzt haut's den voll um. Ich habe es geschafft. Und jetzt, zack, überall Blitze. Hilfe. Ich wusste nicht, dass es etwas in diesem Turm gibt. Zack. Wo bin ich? Ist das Pandoria? Wie bin ich hierher gekommen? Warp und so. Maxim. Was? Oh, Selan, ich nehme an, in Pandoria ist alles in Ordnung? Ja. Sind alle wohlauf? Ja, die Leute in der Stadt Guideka und hier, einfach alle sind wohlauf. Das ist gut. Ich verdanke dir alles. Nein, das ist nicht wahr. Alleine hätte ich das nie geschafft. Das kann schon sein, aber... Du bist trotzdem etwas ganz Besonderes. Aha, du vertraust mir nun endlich. Nein. Immer noch nicht? Naja, vielleicht doch. Selan. Maxim, ich bin so... Es ist so schön, dich wiederzusehen. Was ist los? Ich wusste, du würdest wiederkommen. Ich bin einfach überglücklich. Du bist hier, endlich. Hier, und du wirst nicht wieder gehen, oder? Meinst du etwas, Alan? Du hast doch gesagt, Mädchen soll nicht immer weinen. Ist schon gut, kleines Mädchen. Manchmal muss man eben doch weinen. Oh nein, ich hab's total vergessen. Verdammter Mist. Ja, geht's dir wieder gut? Ich dachte, du liebst Maxim. Ja, das tue ich. Aha. Ich wurde in meiner Kindheit immer gehänselt, weil ich so oft weinen musste. Max hat mir immer geholfen. Er hat einmal gesagt, dass man mich hänselt, weil ich weine. Also habe ich aufgehört zu weinen und keiner hänselte mich mehr. Seitdem hatte ich nicht mehr geweint und hätte es auch nicht gekonnt, wenn ich es gewollt hätte. So, hier machen wir einen kurzen Cut, weil ich sonst wieder die Videolänge überschreite. Bis gleich. Tschüss.